Herr Caritas-Direktor Mack, auf Ihrer Homepage heißt es, die Caritas erklärt in 10 Sätzen. Da geht es um Nächstenliebe, um Gemeinwohl, Bewahrung der Schöpfung. Wie schafft die Caritas, das alles unter einen Hut zu bringen in den vergangenen 100 Jahren? Wie wir es geschafft haben, ich glaube, das müssen andere über uns aussagen und beurteilen. Aber ich glaube, unser Anliegen war immer ganz nah bei den Menschen zu sein, mit ihren Freuden und ihren Nöten, dass wir Leben gestalten und teilen und dass wir das Beste daraus machen. Vom ersten Atemzug im Josephinum mit der Geburtsstation bis zum letzten Atemzug in unseren Hospizen. Und dazwischen gibt es ganz viel, was man nicht mit 10 Sätzen sagen kann. Jetzt schauen wir mal zurück in der Geschichte. Wie hat alles angefangen? Die Caritas hier im Bistum Augsburg. Also die Caritas ist ja wesentlich älter als die verbandliche Caritas. Viele Aktionen, wenn man denkt, die barmherzigen Schwestern sind ja schon seit dem 19. Jahrhundert in Augsburg tätig. Aber nach den Erfahrungen der Kriege wusste man, man muss die Kräfte bündeln, man muss die Partner zusammenbringen, man muss anders organisieren. Und so wurde gleich nach dem Ersten Weltkrieg hier in Augsburg auf Wunsch des Bischofs Maximilian von Lingen der Caritasverband gegründet. Welche Aufgaben hatte damals die Caritas? Ähnelt das den Aufgaben von heute oder waren das andere Voraussetzungen vor 100 Jahren? Es waren andere Voraussetzungen, weil ganz wesentlich in der Caritas ganz, ganz viele Ordensfrauen unterwegs waren und die Dienste getan haben. Also vieles war von Orden getragen. Und das hat sich natürlich in den letzten 100 Jahren wesentlich verändert, dass wir verweltlicht sind. Also das heißt, wir haben Personal angestellt, wir haben Ehrenamtliche aufgenommen und arbeiten unter ganz anderen Bedingungen, aber ich glaube nicht schlechter. Es hat sich viel entwickelt, es hat sich viel getan in diesen 100 Jahren. Welche Ereignisse, welche Herausforderungen, welche Errungenschaften würden Sie gerne herauspicken? Also ich denke, faszinierend ist natürlich die Zeit im Dritten Reich, wo man mit vielen Verboten und Einschränkungen trotzdem noch Hilfen organisiert hat und Menschen erreicht, Pflege gewährleistet hat, in den Krankenhäusern und Lazaretten präsent war. Dann in den 60er Jahren die Erfindung des modernen Seniorenzentrums, also der Altenhilfe. In den 70er Jahren der Beginn mit den Sozialstationen, dann sozialpsychiatrische Dienste und Suchthilfen. Ja, und vielleicht als letzte große Aufgabe das Thema Asyl. Wie hat sich die Caritas in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren verändert? Wie hat sie sich angepasst an die Menschen, an unsere Zeit um uns herum? Wie wichtig ist das auch, dass sie mit der Zeit geht? Also ich denke, was wir ganz wesentlich spüren, ist, dass die Einheiten größer werden, dass selbstständige Stationen fusionieren, größere Gebilde, größere Träger, weil es immer schwieriger wird, den Aufgaben im Sozialbereich als kleiner Akteur gerecht zu werden. Welche Rolle spielt dabei die Ökumene? Bezogen hier auf Augsburg haben wir einen ganz starken Schulterschluss mit der Diakonie. Wir arbeiten im gleichen Bereich, wir haben die gleichen Haltungen und Überzeugungen im Wesentlichen und wir erleben uns als ergänzende Partner. Ganz wichtig ist auch das Ehrenamt im Bereich der Caritas. Wie hat sich das verändert? Also das Ehrenamt ist stark gewachsen. Das Ehrenamt hat sich professionalisiert. Wenn Sie an Hospizhelferinnen und Helfer denken, die sich 2 Jahre ausbilden lassen, um ein Ehrenamt zu übernehmen. Der Wegfall des Zivildienstes hat ja neue Freiwilligendienste gegründet, BFD und FSJ. Also es kam ganz viel Bewegung und Veränderung in den Freiwilligenbereich. Und wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, welche Wünsche, welche Hoffnungen haben Sie? Also ich denke, wer im Sozialbereich tätig wird, wer sich im Sozialbereich engagiert, wird niemals arbeitslos. Menschen brauchen immer Begleitung, Förderung, Hilfe. Und ich denke, unsere Aufgabe ist es, als Kirche innovativ zu sein und Neues zu entdecken und Neues zu erfinden.